Du bist auch eines der beiden Opfer der Gewaltattacke von Max Meyer-Mellnow vom 20. November 2017 bei seiner Gatterjagd. Warum bist du zu dieser Gatterjagd gefahren? Ich bin am 20. November in die Andringer-Au gefahren, um dort die Gatterjagd zu dokumentieren, um das Tierleid dort zu dokumentieren. Und dann war ich an dem Treppelweg unterwegs entlang der Salzach und dann ging es schon los. Man hat Schüsse gehört, man hat rennende Tiere gesehen. Man hat Jäger gesehen, die auf Hochstädten gesessen sind. Du hast gesagt, du bist in die Andringer Au gefahren. Hast du innerhalb oder außerhalb des Jagdgatters gefilmt? Ich war am öffentlichen Weg, am Treppelweg entlang der Salzach und da bin ich vom Zaun aus gefilmt. Das heißt, du hast den Zaun nie überstiegen? Niemals. Ich bin immer draußen geblieben. Das reicht völlig, das von draußen zu filmen. Wie war dann die Begegnung mit Max Meyer-Mellnow? Ich bin den Treppelweg entlang gegangen, dann kommt mir das Auto MMM1 entgegen. Ich denke mir nichts dabei, weil an dem Tag waren schon so viele Autos und es war nie was, also gehe ich einfach weiter. Auf einmal sagt er, Max Meyer-Mellnow, ich bin Jagdaufseher hier, bleiben Sie stehen. Dann wollte ich mich noch umdrehen, aber es war zu spät. Und dann packt mich schon am Arm, reicht mich zu Boden und würgt mich. Wer? Ich habe den Mann, von hinten hat mich jemand gepackt, ein Mann. Und du weißt nicht, wer das war? Ich weiß nicht, wer das war. Was ist dann passiert? Er hat mich zu Boden gerissen, er hat mich gewürgt, er hat mich so fest gewürgt, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Er hat mich so fest gewürgt, dass ich nicht mehr schreien konnte. Ich habe dann um Hilfe gefleht, ich habe dann gesagt, bitte Herr Meyer-Mellnow, sagen Sie den Männern, sie sollen mich loslassen. Aber sie haben mich nicht loslassen, sie haben immer fester zugedrückt, gnadenlos. Ich war denen komplett ausgeliefert. Niemand hätte mir helfen können. In der Anzeige steht, sie haben auch dir die Arme verdreht. Der Max Meyer-Mellnow hat mir dann alle möglichen Fragen gestellt. Ich habe gesagt, so kann ich nicht mit ihm reden. Dann hat mir der Mann, der mich gepackt hat, den Arm verdreht. Und dann hat er auch meinen Daumen genommen und hat gesagt, wenn du nicht antwortest, dann breche ich dir den Daumen. Und was waren die Fragen, die Meyer-Mellnow gefragt hat? Warum ich hier bin und wie ich heiße und ob ich einen Ausweis dabei habe. Das ist ja seltsam, weil du kennst ihn ja schon seit 2 Jahren und er erkennt dich und spricht dich mit Namen an. Er hat mich dann auch nachher gefragt, ob ich der Herr Prinz bin. Er hat 5-mal wiederholt, sind Sie da Herr Prinz, sind Sie da Herr Prinz. Wie ist es weitergegangen? Die Männer haben mich dann gepackt, am Boden fixiert, Max Meyer-Mellnow und ein Mittäter, den der angewiesen hat, haben mir die Kamera entwendet, haben mir das Funkgerät entrissen, dann haben sie mich auch an den Haaren gerissen, haben mir die Kapuze vom Kopf gerissen und immer weiter Fragen gestellt. Haben Sie dich auch durchsucht? Sie haben mich auch durchsucht. Ich hatte auch Angst, dass Sie mir das Handy wegnehmen. Und zum Glück, weil ich so gewimmert habe, haben Sie das dann nicht gemacht. Und wie hat das geendet? Geendet hat, Sie haben mich dann irgendwie, ich weiß gar nicht wie, gehen lassen. Und dann sagt noch einer, lass dich ja nimmer blicken, sonst schmeißen wir dich da runter. Und hat auf die Salzach gezeigt. Und eigentlich wollte ich sofort um Hilfe rufen mit dem Handy, aber ich habe mich gar nicht getraut, weil ich dachte, dass sie mich nochmal zusammenschlagen und mir das Handy wegnehmen. Deshalb habe ich mich entfernt und habe dann mit dem Handy um Hilfe gerufen, dass mich jemand abholt. Wir sind dann sofort gekommen und haben dich auch geholt und dich ins Krankenhaus gebracht. Und danach warst du bei der Polizei Anzeige machen. Was wurde dir letztlich alles entwendet? Wurde die Kamera geraubt und ein Funkgerät. Und auch das Headset vom Funkgerät. Und als ich zu Boden geworfen wurde, ist auch meine Brille zu Bruch gegangen.